Willkommen zurück zum Teil 2 der Serie. Ich hoffe, dass das erste Video gefallen hat und lasst mir gerne einen Daumen hoch, wenn das Video vorher oder dieses Video hier gefällt, weil so sehe ich, dass die Videos auch gut ankommen. Wenn du Fragen hast oder was unklar war, schreib es unten in die Kommentare rein. Die Kommentare lesen wir alle oder lese ich alle persönlich. Und wenn du Fragen hast, schreib es auch rein, ich antworte dir auch direkt. Also von daher gerne da rein. Wenn du bis zum Ende dran bleibst, habe ich noch für dich meinen persönlichen Tipp, meinen goldenen Tipp für dich. Von daher schau bis zum Ende, damit du auch diesen erfährst. Ja, das Thema ist einfach Fotografie oder halt die Darstellung des Objektes. Und zwar ist es so, du wirst das Objekt ja online stellen im Portal und da sind schöne, aussagekräftige, wirkungsvolle Fotos sehr viel wert. Das heißt, wir haben im Teil 1 besprochen, dass du dein Objekt schon mal kritisch durchgehst, vielleicht eine Wand streichen lässt, den Garten machen lässt, vielleicht das Klingeltableau neu machst. Wenn du damit fertig bist, dann machst du an der Stelle weiter. Jetzt hast du das Objekt quasi vorbereitet und in dem Zustand lässt das Objekt. Du besorgst dir eine hochwertige Kamera, das ist in der Regel eine Spiegelreflexkamera. Dann brauchst du für enge Räume immer ein Weitwinkelobjektiv. Und Stativ ist auf jeden Fall auch sehr vom Vorteil. Beim Stativ kannst du halt deutlich bessere und vor allem verwacklungsfreie Fotos machen. Dann gehst du einfach hin, du gehst noch mal kurz durch und guckst, ob alles soweit in Ordnung ist. Du packst im Badezimmer alle Shampoo-Flaschen weg, die unnötig sind. Du machst sie alle zu, machst den Klodeckel zu. Du packst in der Küche unbenötigte Utensilien weg. Du sorgst einfach dafür, dass das Objekt, ich sag mal, nicht klinisch rein ist, aber schon auf jeden Fall vorbereitet ist dafür, dass man dafür saubere Fotos machen kann. Machst du die Aufnahme im Winter und du hast einen Kamin, machst den Kamin zum Beispiel an, dass das die Atmosphäre da ist, dass man sieht, der funktioniert auch, ist nicht nur Deko. Hast du zum Beispiel einen Verkauf im Sommer oder im Frühjahr vielleicht, dann machst du draußen liegen im Garten oder auf der Terrasse, leg da ruhig schon mal die Auflagen drauf, leg daneben vielleicht noch ein Getränk, vielleicht noch eine Zeitung oder ein Buch, als wenn du gerade da lesen würdest oder mal lesen könnte. Also versuche, die Bilder einladend zu gestalten und reell, so dass man sieht, welche Nutzungsmöglichkeit man da hat und dass es einfach man eingeladen wird, dazu das Objekt auch direkt 1:1 so zu übernehmen. Wenn du das alles präpariert hast, fängst du einfach an, Fotos zu machen. Mach am besten immer nach demselben System Fotos aus mehreren Ecken, einmal totale, einmal aus den Ecken heraus. Versuche dabei, die Kamera so auf 1,10 Meter ungefähr zu halten dabei. Dann hat man am meisten von Raum da drauf. Nicht so viel von Decke, nicht so viel vom Boden, so dass man also den Raum gut erkennen kann. Versuche die Fotos so zu gestalten, dass du nachher auch den Raum auch wirklich wahrnehmen kannst. Dass du also auch ein Gefühl für den Raum kriegst. Einige haben da kein gutes Händchen dafür, deswegen schau kritisch darüber, ob deine Bilder dann auch den Raum widerspiegeln, ob man auch gut erkennen kann, dass es was das für ein Raum da ist. Dann ist noch mein spezieller Tipp. Ich empfehle dir auf jeden Fall, die Fotos mit einem Profifotografen zu machen. Das kostet zwar vielleicht 500 Euro, vielleicht auch 1000, je nach der Objektgröße, ob es ein Familienhaus, Mehrfamilienhaus ist, aber du musst dir vorstellen, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Der hat ein Equipment, das ist in der Regel unbezahlbar. Foto-Equipment ist super, mega teuer und damit muss man bedienen können. Und die Fotos sehen halt vom Fotografen halt ganz anders aus, als du die machst. Und ganz ehrlich, bei dem Immobilienverkauf, da geht es um ganz andere Werte. Da machen 500 Euro Mehrausgaben vielleicht jetzt nicht so viel aus. Aber wenn die Fotos hochwertig aussehen, kann das dafür sorgen, dass es deutlich mehr Leute anspricht, dass deutlich mehr Leute sich davon abgeholt fühlen und dass die halt mehr Interesse daran zeigen. Und das wird sich aber sehr wahrscheinlich auch im Verkaufspreis widerspiegeln. Daher meine Empfehlung, unbedingt Fotografen einschalten oder beauftragen. Einen, der auf jeden Fall auf Immobilienfotografie, also nicht Hochzeitsfotograf, nicht Kinderfotograf, sondern wirklich Hochzeits- bzw. Immobilienfotografie als sein Gewerk nimmt. Und der macht dir die Immobilie, rückt dir ins richtige Licht dabei. Solltest du es doch selber machen, habe ich noch einen zweiten Tipp für dich. Am besten nach der Bildbearbeitung immer so ein bisschen nochmal 10% vielleicht aufhellen, weil in der Regel, man sagt Kameras stoppen Licht, also einfach ein bisschen mehr Licht da reinpacken und dann hast du eigentlich auch die besten Ergebnisse dabei. Schau jetzt einfach weiter in den nächsten Teil, im Teil 3. Und falls du es vorher noch vergessen hast, ich meine, wenn du bis hierhin geguckt hast, für das Video dir gefallen haben und Mehrwert gehabt haben, dann lass doch mal den Daumen hoch, sprich einmal Daumen hoch da lassen. Und ganz wichtig noch, wenn du jemanden kennst, der sich für dieses Video auch interessieren könnte,
Vielleicht hast du einen Bekanntenkreis, jemanden, der sein Objekt verkaufen möchte. Oder vielleicht kennst du jemanden anders noch, der einen Bedarf hat. Dann teile das Video gerne. Dadurch kriege ich mehr Reichweite und du hast deinem Bekannten geholfen.